Willkommen zurück zu Pokémon Weiß 2. Die große Reise kann beginnen. Oh, schön dich kennenzulernen. Du musst Bell sein, stimmt's? Und Markus hat sich offensichtlich für Floink entschieden, nicht wahr? Hey, das passt irgendwie. Weil ich ein Schweinchen bin oder was? Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Hier, das sind Turbo-Treter. Nimm sie. Ab jetzt wird jeder Part besser als der davor. Die sitzen wie angegossen. Hör kurz mal zu, ich lese aus der Gebrauchsanleitung vor. Da steht, halte den B-Knopf gedrückt und du kannst schneller rennen als je zuvor. Ziehe deine Turbo-Treter an und renne, bis dir die Puste ausgeht. Jetzt können du und Floink überall hinrennen. Und stell dir vor, man hätte noch eine Power-Anzeige und kann da nicht mehr rennen, wenn einem irgendwie, ne? Das wäre ein Ding für die Pokémon-Serie, wa? Das hier ist von mir. Eine Karte? Oder ein GBASP. Oh, okay. Eine digitale Karte. So mit Papier und so kennt ihr Jugendlichen heutzutage gar nicht mehr, ne? Wieso zwei Karten? Weil ich will, dass mein Bruder eine bekommt. Das ist eine gute Idee. Auch wenn es nur eine lange Straße ist, die von hier bis zum Meer führt, kann eine Karte nicht schaden. Wenn du eine Karte benutzt, bist du bestimmt bald schon bestens mit der Einalregion vertraut. Hehe. Auch nur, euch nur zuzuschauen, macht mich irgendwie schon froh. Komm jetzt, als nächstes gehen wir zur Route 19. Ich bringe dir bei, wie man ein Pokémon fängt. Tja, ich bin dann mal weg, nicht? Gute Reise. Zusammen mit Floink wirst du ganz vielen Menschen und Pokémon begegnen, also genieße deine Reise. Und kümmere dich auch gut um dein Pokémon, ja? Na klar. Komm, wir gucken mal auf die Karte. Damit ihr da auch schon mal ein bisschen eine Vorstellung habt, wo ist das denn? Hier. Registrieren, das nicht, aber ich mach mal kurz den Bildschirmwechsel. Gerade getauscht. So, ihr seht, wir sind unten links und diesen ganzen Bereich gab es eben in Schwarz und Weiß 1 noch gar nicht. Ne? Nur das hier. Aber was heißt nur? Es gibt noch mehr neue Orte. Damals hat man hier in Avenicia begonnen und das auch die Professorin, glaube ich. Ne? Auch die anderen Orte werden teils neu sein. Da wird sich was getan haben. Aber wir beginnen halt wirklich mit neuem Content. Was halt auch stark ist, ne? Ist stark. Lasst uns noch schnell die Stadt zu Ende erkunden. Aventura City, die Stadt im stetigen Wandel. Trainer lassen ihre Pokémon-Partner im Kampf antreten. Und Arenaleiter sind ganz besonders starke Trainer. Die Leute gehen auf Reisen und wachsen an dieser Erfahrung. Ob ich auch diese Stadt verlassen sollte? Es ist jetzt kein Dorf wie meistens, also. Die Aussicht auf Route 19 von der Aussichtsplattform ist der Stolz von Aventura City. Da sind also die ganzen Steuergelder hingeflossen. Ich habe zwar schon mit ein paar Leuten geredet, aber die sagen jetzt ja auch immer was anderes. Die haben ja vorhin gesagt, du musst die Bell finden. So, das ist also mein Kinderzimmer. Gewesen. Das wird jetzt ein Hobbykeller oder so. Mal schauen. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Ich hab's im letzten Part schon gesagt. Aber doppelt hält besser. Freunde, Freunde, Freunde. Hallo, Markus. Oh, du hast Pokémon dabei. Sehr gut. Seht ihr? Die sagen jetzt was anderes. Sei immer gut zu deinen Pokémon. Sie werden dir bestimmt eine völlig neue Welt eröffnen. Ne, die Einallregion reicht mir erstmal. Ist das schön, ne? Gleich geht's auf die erste Route. Um ehrlich zu sein, möchte ich nicht, dass mein Sohn auf Reisen geht. Mit dem Ziel, das er verfolgt, sowieso nicht. Aber andererseits wünschen wir uns auch als Eltern natürlich, dass die Kinder erwachsen werden. Das sind, glaube ich, die Eltern von Matisse, oder was? Markus, falls Matisse auf seiner Reise vom rechten Weg abkommen sollte, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn, dann hilf ihm bitte, ja? Er ist eher der Typ, der Dinge in sich hineinfrisst, vor allem seine Wut. Oh, ich hab damit nichts zu tun, sich aus wie ein Psychologe oder so. Genug mit mir selbst zu kämpfen. Deine Mutter ist gut darin, Pokémon etwas Ruhe zu gönnen und sie wieder aufzupäppeln. Ich darf trotzdem noch nicht in die Trainerschule. Ich will endlich in die Trainerschule. Es gibt noch so viel, dass ich über Pokémon lernen will. Jetzt nicht. Und hier ist noch eine Ecke. Es ist eine kleine Stadt, wir sind gleich durch. Nur Geduld.
Ich frage mich, ob sich alle verändern werden, jetzt wo wir eine Pokémon-Arena haben. Wenn die eigenen Freunde stärker werden, will man sich schließlich auch selbst auch verbessern. Ja, aber in der Arena ist ja noch niemand. Wuff, wuff, wuff. Ich habe mein Pokémon noch nicht kämpfen lassen, deswegen ist es noch schwach. Floink, los, mach es fertig! Es ist total ätzend, wenn man einem lang gesuchten Pokémon begegnet und dann keine Pokébälle dabei hat. In die Nachbarstadt zu gehen, war für mich als Kind ein großes Abenteuer. Genau, ich gebe dir das Item, das ich damals dabei hatte. Wo habe ich es hingetan? Ich werde es suchen. Tut mir leid. Was? Was soll denn der Dialog? Gibt ihr einem später wirklich was? Oder was soll das? Und vor allem, was meint die? Fluchtseil. Schutz. Aussichtsplattform, da waren wir. Ist Bell immer noch am Start und genießt die Aussicht? Nee. Aber wir. Was für ein schöner See. Wir können den See sehen. Manchmal greifen wilde Pokémon auch Menschen an, aber die Pokémon an deiner Seite sind in der Regel natürlich zahm. Achso, Bell wollte uns ja zeigen, wie man wilde Pokémon fängt. Deswegen wartet die dort auf uns. Markus, stopp! Ohne Pokémon kommst du hier nicht weiter. Nanu? Ach, du hast den Floink dabei. Dann kann deine Reise jetzt losgehen. Hier, ein Abschiedsgeschenk für dich. Markus hält Trank. Ich sag vielen Dank. Wenn deine Pokémon verletzt sind, ist es das Vernünftigste, sie in ein Pokémon-Center zu bringen. Oder nach Hause. Die Mutter kann das auch. Aventura City bietet eine entspannte Lernumgebung. Wenn die Leuchtreklame das sagt. Aha, verstehe. So ist das also. Ich liebe es, die Nachrichten und Informationen über die Städte auf der Leuchtschrift-Anzeigentafel an der Wand zu lesen. Der Apfeleimer ist nicht voll. Ist er halb voll oder halb leer oder ganz leer? Hallo, hierher! Das erinnert mich irgendwie an jenem Tag, damals auf Route 1. Also dann Zeit für ein paar Erklärungen. Die Seiten deines Pokédex füllen sich automatisch, wenn du neuen Pokémon begegnest. Und wenn du ein Pokémon fängst, fällt der Eintrag noch detaillierter aus. Lass mich dir das mal demonstrieren. Ich zeige dir jetzt, wie man ein Pokémon fängt. Einverstanden? Kannst du das überhaupt, Bell? Ich glaube, das schlägt sogar fehl bei ihr, oder? Wie war das? Ein wildes Fidilu erscheint. Los, Yorkleff! Der Yorkshire Terrier, der nur im Kläffen ist. Das Normal-Pokémon vom Dienst. Hund gegen Katz. Ist ja fast schon ein bisschen rollenverliebt. Bevor du ein Pokéball einsetzt, ist es von Vorteil, die KP des Gegners zu senken. Warum hast du nichts dabei außer Pokébälle? Bell! Du warst doch mal fast Profi-Trainerin, ich meine... Was ist aus dir geworden? Klasse! Fidilu wurde gefangen. Wie schön, ich habe ein Pokémon gefangen. Also, ich fasse mal zusammen. Ein putzmunteres Pokémon lässt sich dann nur schwer einfangen. Merkt ihr das? Zuerst solltest du also die KP des Pokémon senken. Und wenn du dein Pokémon-Team Attacken ausführen lässt, die das andere Pokémon schlafen schicken oder paralysieren, kannst du es noch viel leichter fangen. Du gehst los, um deinem Freund die Karte zu bringen, nicht wahr? Geh einfach geradeaus, um in die Nachbarstadt Dowsing zu gelangen. Eiderdaus. Also dann, begegne vielen neuen Pokémon und fange auch ganz, ganz viele davon. Wir gucken gerne mal, was hier drin ist. Wir müssen ja schauen, zum einen brauche ich in dieser Edition ja auch Pokémon, die die VMs ausführen können. VM Fliegen. VM Surfer, vielleicht sogar Zerschneider. Das ist so ein Thema. So ist das. Na schon, ich werde auf jeder Route erstmal Lucky Lucky machen. Ich habe nämlich keinen Plan, wo welche Pokémon drinstecken. Der größte Nachteil der älteren Edition gegenüber den neuen. Random Encounter. Wir sehen nicht vorher, welche Pokémon es hier gibt. Aber ich glaube, hier gibt es nur Fidilu. Kann das sein? Nagelotz. Naga ist nur um Klotzen. Okay, weißt du was? Ich fange den meinetwegen, wenn er überlebt. Das ist ein guter
Standard-Dude, der kommt natürlich nicht ins Team, da verstehen wir uns. Aber ich hab dich schon mal dabei. So, das Radfratz der fünften Generation. Oder Visor Zickzacks. Je nachdem, der fünften Gen. Eines dieser vorsichtigen Pokémon steht immer vor ihrem Bau Wache, nähert sich jedoch ein Feind von hinten, ist es aus. Das Speer-Pokémon. Dass wir uns nicht so alleine fühlen, da können wir uns mal ganz kurz den Pokédex von Floink durchlesen. Den haben wir nämlich genau hier. Also auf der unteren. Floink liebt es, selbst geröstete Nüsse zu verspeisen. Ab und zu verkohlt es sie jedoch ungewollt vor lauter Vorfreude. Das Feuerferkel-Pokémon. Unter 10 Kilo, aber ganz knapp. Gut. Wahrscheinlich gibt es außer Fililou und Nagelotz hier nicht sehr viel. Tipps für Trainer. Nur Mut. Sprich die Leute an, denen du unterwegs begegnest. Sie haben allesamt gewiss hilfreiche Hinweise für dich parat. Oder wollen kämpfen. Nee? Sah ein bisschen so aus. Ja, also Fililou hat sich das... Doch, das entwickelt sich. Ja, ja. Aber Normal-Pokémon, allen zum Trotz, ich finde Normal-Pokémon oft ein bisschen langweilig. Also wenn, dann deckt man doch irgendeinen Typ ab, der einem was bringt. Normalangriffe können nicht nur alle, sondern normal ist gegen nichts sehr effektiv. Weißt du was? Ich suche im dunklen, hohen Gras nach Pokémon. Wenn du also kein Pokémon begegnen möchtest, meide das dunkle, hohe Gras. Warum dunkles, hohes Gras? Gibt es auch helles, dunkles? Helles, dunkles, hohes Gras vor allen Dingen. Gibt es auch hell, dunkel und dezent hell und leicht halb hell und dunkel, halb? Halb dunkel, hell? Wollen die das damit abgrenzen von dem, wo wir uns jetzt drauf bewegen? Weil das ist ja auch Gras, ne? Naja. Noch ein Trank für die Quote. Sehr gerne nehme ich das an. Weißt du eigentlich über das Stufenhüpfen Bescheid? Ja. Ach so. Du weißt also, dass du über kleinere Stufen wie diese nach unten springen kannst? Gut für dich. Das ist mir seit 1999 im Begriff. Route 19. Hey, du da! Ich bin Lauro. Ich bin ein eigenwilliger Trainer, der alle davon überzeugen möchte, wie großartig es ist, zusammen mit den Pokémon der Zukunft entgegenzuschreiten. Ja, der hüpft auch von der kleinen Stufe, habt ihr gesehen? Und du bist... du bist also Markus aus Aventura City, verstehe. Werde beäugt. Bisschen creepy. Dein Floink ist aber ein echt feines Pokémon. Doch als Trainer bist du mir noch ein wenig grün hinter den Ohren. Gut, ich werde dich trainieren. Folge mir! Denke mal, die meisten erinnern sich noch an Lauro und seine Rolle in Weiß 1. Falls nicht, tja, dann lasst euch überraschen. Sag mal, Trainer Markus, sind deine Pokémon auch alle munter? Deine Pokémon geben immer alles für euch, also musst du sie auch gut behandeln. Zu meinem Haus ist es noch ein Stückchen. Ich überlasse es dir, ob du kurz im Pokémon Center vorbeischauen willst, bevor du dich dorthin begibst. Ja, kann nicht schaden, ne? Kostet ja nichts. Geht's dir gut? Ja, dann ist noch Nagelotz geheilt. Komm, was soll der Geiz? Okidoki. Hier ist ja volle Bude. Da oben kann man natürlich auch wieder tauschen, Kämpfe gegen Freunde ausrichten. Alles, was dazugehört. Das wird fürs Let's Play natürlich nicht relevant sein. Dein Floink ist ein männliches Pokémon. Ich frage mich, worin sich männliche und weibliche Pokémon unterscheiden. Nanu, du bist doch... Wer bin ich? Danke, meine Freunde. Kehrt nun zu eurem früheren, friedlichen Leben zurück. Mann.
Meister N, warum lässt du deine Pokémon frei? Ich kann es einfach nicht. Ich kann Pokémon nicht in Pokébälle einsperren. Außerdem werden sie im Kampf verletzt, wenn sie bei ihren Trainern bleiben. Es ist mir egal, ob wir behaupten, dass wir die Pokémon beschützen oder dass wir die Welt verändern werden. Es ist einfach zu grausam. Aber für uns ist es selbstverständlich, dass wir Pokémon fangen und für uns kämpfen lassen. Wir kennen es nicht anders. Das macht das nicht besser. Aus Gewohnheit und Tradition. Wer hat denn entschieden, dass es selbstverständlich ist, dass wir sie fangen und für uns kämpfen lassen? Bevor Pokébälle erfunden wurden, gab es das nicht. Die Regeln, die in dieser Welt gelten, sind falsch. Du hast recht. Also dann lasse ich auch sofort meine Pokémon frei. Noch nicht. Die Welt hat sich noch nicht geändert. Wir lassen die Pokémon frei, nachdem ich mit den legendären Drachen-Pokémon Einals mich angefreundet habe, den Champ besiegt habe und ein Held geworden bin. Lass uns zu unserem nächsten Zielort aufbrechen. Das ist die wunderbare Elektrolythöhle hier. Ich werde Menschen und Pokémon voneinander trennen und die Welt in Schwarz und Weiß teilen. Dann können Pokémon endlich vollkommene Wesen werden. Ich frage mich nur, warum? Warum schienen die Pokémon vorhin, als ich sie freiließ, so traurig über unseren Abschied zu sein? Liegt es an jenem Trainer? Bekomme ich wegen Markus Zweifel? Die Worte der Pokémon, die ich in Garvina gehört habe, sind sie wahr? Entsprechen sie der Wirklichkeit? Ist Markus denn wirklich der ideale Trainer, wie ihn sich ein jedes Pokémon wünscht? Die Schreie der Pokémon, die in jenem Raum gelitten haben. Ich bin ein Außenseiter, der irgendwo zwischen Pokémon und Menschen steht. Ich werde sie retten. Ich werde die Welt verändern. Deswegen muss ich ein für alle Mal den Kampf zwischen Markus und mir entscheiden. Wupp, wupp, habt ihr das gesehen? Entschuldige bitte, als ich dich sah, verspürte ich einfach den Drang, mich mit dir zu unterhalten. Ja, das hat wohl sehr eindeutig was mit Memento Link zu tun, ne? Also, ich habe meinen Spielstand von Weiß 1 verbunden mit diesem Spielstand und deswegen wurde diese Cutscene, diese Rückblende getriggert. Einfach so als kleines Bonus-Gimmick. Finde ich schön. Ich hoffe, ich finde die alle. Wenn nicht, muss ich am Ende nochmal durchgehen, ob ich alle gesehen habe. Aber ja, das war N, der seine Pokémon freigelassen hat. Wegen uns. Habe ich damals Markus mit Groß- und Kleinschreibung geschrieben? Dann können wir doch unterscheiden. Hier bin ich der Caps Lock, Markus. Die Option Hilfe aufrufen am Computer kommt mir ein bisschen besserwisserig vor. Ja, deswegen nutze ich sie nicht. Das ist der Grund. Ich habe einen kleinen Tipp für dich. Nimm immer viele Tränke mit. Und noch ein kleiner Tipp. Nimm auch immer viele Pokébälle mit. Ich habe noch 9 Stück, ne? Ich könnte mir tatsächlich noch welche kaufen, das ist wahr. Ja, komm. Ja, komm. Was wir haben, das haben wir. Normalen Trank brauche ich jetzt nicht, denke ich. Hast du was anderes? Glaube schon. Aber nur diese merkwürdigen Briefe. Schön. Dann gehen wir mal weiter. Vielleicht war der eine oder andere von euch ein bisschen irritiert über diese Cutscene. Das kenne ich noch gar nicht. Jetzt kennt ihr es. Ich speichere gerade mein Spiel, damit ich nicht vergesse, was ich erlebt habe. Dowsing! Schöner kann Landleben nicht sein. Ja, ich habe das Ding gelesen. Aber es heißt Dowsing. Also wenn es Sonic ist, dann ist das Fell meines Nagellots ganz weich und fluffig. Dann möchte man es am liebsten die ganze Zeit nur noch streicheln. Nagellots. Ja, stimmt so. Die größte Stadt der Einal-Region ist Stratos City. Ich möchte von Wapitro City aus ein Schiff nehmen und hinfahren. Glaube ich auch ein neuer Ort, Wapitro City. Sagt mir gar nichts mehr. Items kann man nie genug haben, oder? Ja, seht ihr, warum Tränke kaufen, ne? Items werden automatisch nach Art in deinem Beutel einsortiert. Das grenzt schon fast an Zauberei, was? Okidoki. Von Landleben sehe ich hier zwar noch nicht viel, aber die Häuser sind irgendwie anders designt. Hübsch.
Ich kenne mich mit den verschiedenen Pokémon-Typen und sowas ja kaum aus. Daher konzentriere ich mich mit dem Training auf ein einziges Pokémon und sehe zu, dass es sich schnell weiterentwickelt. Aber der Schuss kann auch mal nach hinten losgehen. Wenn man auf ein Pokémon mit einem Typ trifft, gegen den es benachteiligt ist, gewinnt man erst so schnell keinen Kampf mehr. So wie wir es gemacht haben in der ersten Gen. Einfach nur einen Starter wegbolzen und alles andere. Der hat es auch hingekriegt, ne? Sind wir ehrlich. Die Menschen erschließen bei ihrer Suche nach Pokémon manchmal auch neue Lebensräume. Der Hof war ursprünglich nichts weiter als eine Wiese mit lauter Büschen. Jetzt ist es ein Bereich, in dem Menschen und Pokémon gemeinsam leben können. Der Hof. Was für ein Hof, Mann! Das hier, ist das euer Hof? Möchtest du wissen, was Milauro Nützliches verraten hat? Nein. Nicht so schüchtern, frag mich ruhig aus. Ja. Er sagte, als erstes zieht das Pokémon links oben auf der Liste in den Kampf. Also habe ich dort entweder ein Pokémon, das ich trainieren will, oder ein bereits super starkes Pokémon am Start. Hey. Morgens wecken mich meine Pokémon, weil sie Hunger haben. Abends sind sie müde vom vielen Spielen und wollen das ganze Bett nur für sich. Was habe ich doch für ein erfülltes Leben. Ein alter Glockenturm. Die meisten Leute trauen entweder der Vergangenheit nach oder fiebern der Zukunft entgegen. Aber am schönsten ist es hier im Hier und Jetzt, wenn wir mit dem Pokémon spielen. Ja, man muss alles dreimal ein bisschen beachten, ne? Aber die Gegenwart am meisten, das ist wahr. Bist du froh, deinen Pokémon zu trainieren? Alles klar, ich auch. Da ist bestimmt ein Item versteckt. Ne? Was soll diese Ecke? Und der Glockenturm, der hat nichts zu bedeuten, der ist einfach nur alt. Man soll da gar nicht hin. Hey, hierher. Also, beginnen wir mit dem Training. Sag mal, warum hast du eigentlich zwei Karten dabei? Ach so, eine davon gehört einem Freund, was? Hat er irgendwie einen Röntgenblick oder warum weiß er eigentlich alles über uns? Dein Freund hat ein Otaro bei sich, nicht? Ich habe gesehen, wie er vorhin sein Pokémon auf Route 20 trainiert hat. Gut, also in diesem Fall solltest du ihm als erstes die Karte überbringen. Folge einfach dem Weg, dann gelangst du sofort auf Route 20. Vorher willst du von mir nichts wissen, ne? Folge einfach dem Weg, habe ich gesagt. Na gut. Im Dowsing-Hof wirst du nicht selten von wilden Pokémon überrascht. In solchen Fällen musst du dich voll und ganz auf dein Pokémon-Team verlassen. Packt einer sein Auto? Autos sind ja eine Seltenheit in den Pokémon-Spielen. Aber es gibt sie. Schon immer. Was für ein Hof? Meint ihr das Trainingsgelände links? Wir müssen es rausfinden. Treffen sich die Blicke zweier Trainer, kommt es zum Pokémon-Kampf. Daran lässt sich nicht rütteln. Route 20. Ja, dann los. Also der Blick hat sich nicht getroffen. Erst jetzt, weil er auf mich zukommt. Ich kann in deinen Augen sehen, dass du kämpfen willst. Meine Augen, ne? Wenn man schon nicht redet. Aber Albert, gerne doch. Sei nicht Albern. Nagelotz Level 5. Ach, das ist ganz angenehm, ne? Auch jetzt für den Anfang, dass wir relativ gut arbeiten können. Dass wir einen Level 5 Nagelotz als Gegner haben. Auf den Hürdenmodus will ich hinaus. Mal sehen, ob ich ihn irgendwann im Late-Game bereue. Ich meine, die Pokémon haben dadurch auch bessere Wesen und Werte und all das. Wenn ich richtig informiert bin. Aber wir kriegen das hin. Wir werden auch schnell gelevelt, seht ihr das? Das ist Wahnsinn. Du wolltest auch nur kämpfen, aber ich wollte gewinnen. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Schöne Gegend hier. Du da, mein Pokémon ist so süß. Das musst du einfach gesehen haben. Ich werde es besiegen. Anne. Steht auf einem Bein wie ein Flamingo. Stimmt, Felilu. Hätte ich fast vergessen. Alter Felu. Ach ja, Freunde, das sind auch Pokémon-Spiele, ne? Ab Pokémon X und Y wurde vieles etwas anders. Ich meine, die Energieanzeige. Das hat einfach noch alles Charme. Generell, wie das aus. Wobei, es sieht ja in Weiß irgendwie anders aus als in Schwarz. In Schwarz waren die Energieanzeigen so ein bisschen dunkler und das war eigentlich ziemlich stylisch. Ist das wirklich ein Unterschied?
Und ich erwähne es auch nochmal dazu, wir haben hier kein Filter oder ähnliches drin. Auch nach einer Niederlage ist es einfach nur putzig, mein Freund. Kein Filter oder so. Ich kann euch ja mal ein paar Vergleichswerte bringen. So, das wäre eigentlich auch ganz nett, so die abgerundeten Pixel. So habe ich das auch immer mal gemacht, hier und da. Kann man drüber streiten, was man besser findet und so. Aber inzwischen, es lässt es auch ein bisschen verschwimmend wirken, oder? Wenn ich jetzt nochmal umstelle. Ja, also beides ganz nett, aber ich möchte gerne bei den Originalpixeln bleiben und es einfach zeigen, wie es anno damals auf dem DS aussah. Und ich finde es ja auch einfach, zum einen macht es einen gestochen scharfen Eindruck und zum anderen ist es halt generell Pixelkunst, finde ich. Nur, dass wir drüber reden. Es gibt da ganz viele verschiedene wilde Filter, manche, die man gar nicht haben will. Aber ich würde das gerne so lassen. Da müsst ihr mit klarkommen, ob ihr dafür oder dagegen seid. Ich trotze nur sofort Tatendrang. Mein Nagelotz ist der absolute Überflieger. Ich bin mir sicher, der Nagelotz ist der Beste im ganzen Nagelotz-Stall. Marvin. Ich heiße Marvin. Wunderbar, wunderbar. Auf der Route müsste ich auch mal gucken, was es so für Pokémon gibt. Das machen wir am besten gleich mal. Auch wenn ich bezweifle, dass unsere Teammitglieder hier schon aufkreuzen. Ich habe natürlich schon konkrete Ideen, ne? Schon beim Weiß 1 Let's Play habe ich mir Gedanken gemacht, was wir in Weiß 2 ins Team nehmen könnten. Hundertprozentig final ist das alles noch nicht. Aber ich habe schon konkrete Ideen. Lasst euch überraschen. Und schon ist mir die Lust vergangen. Wie konnte das nur passieren? Wollen wir ein bisschen spicken? Was Route 20 für uns bereithält? Kann nicht schaden. Immer noch dieselben Kandidaten. Klar, klar, klar. Oben links der Pokéball, der immer anzeigt, dass wir das Pokémon schon gefangen haben. Warum denn auch nicht? Komm, einen noch. Machen wir eine Überraschung. Ein Unterschied zu Route 19. Oh, hey. Strawickel! Habe ich denn ein Pflanzen-Pokémon im... Tatsächlich habe ich kein Pflanzen-Pokémon in Idee. Aber... Strawickel. Lass ihn mal überleben und wir fangen ihn einfach mal. Vielleicht brauche ich später einen für Zerschneider oder so. Also auch nicht im Team, aber ich werde ihn trotzdem mal fangen, Strawickel, ja? Das finde ich ganz gut, da habe ich Bock. Premierball? Nö. Premierball hebe ich, wenn überhaupt, für etwas Besonderes auf. Oha, so gut geschwächt, auf 1 KP runter, sehr wahrscheinlich, auf dem Levelniveau. Und dann entkommt er mir tatsächlich aus meinem Ball. Mehr kann ich gerade nicht tun. Der muss richtig stark sein. Entwickelt sich so ein riesen Grashüpfer oder so, ne? Was war das? Klasse, Strawickel wurde gefangen, kommt aber nicht ins Team. Deswegen ist er auch nicht im Banner. Unter Modeschöpfern gilt es als beliebtes Maskottchen, da es sich aus Blättern Kleidchen schneidert. Wie schön, ne? Okidoki. Machen wir an der Stelle im nächsten Part weiter. Und vielleicht heile ich auch meine Pokémon, mal gucken. Aber das war's für den Moment. Die Zeit vergeht wie im Flug, aber der nächste Part kommt bald und bestimmt. Also, nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao.